Hallihallo und herzlich willkommen zur Reihe Stark bleiben, Nestwärme spüren, dem Nestwärme Resilienz Online Programm zur Stärkung der seelischen Widerstandskraft, kurz Vitamin R für die Seele. Und das heutige Thema stellt euch vor. Heute geht's um die dritte Säule der Resilienz, realistischer Optimismus. Und ich muss ja sagen, zurzeit ist die Verlockung tatsächlich sehr groß, dass man sich Sorgen macht. Aber mit den Sorgen ist es ja so, gell? Die sind erstmal gar nicht da. Die muss man sich tatsächlich machen. Ja, das ist Arbeit und das ist anstrengend und das bindet Energie. Da kriegst du regelrecht einen Knödel in den Kopf. Und wenn du nicht aufpasst, dann geht der Knödel auf wie eine Dampfnudel und dann kriegst du erst recht komische Gedanken und machst auch komische Dinge. Also, es ist ja jetzt ganz aktuell eine neue Zukunftsstudie rausgekommen und die haben sensationell Neues rausgeforscht. Es kommt, wie es kommt. Und was jetzt wirklich kommt, gell, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, die Banane ist krumm. Die Banane ist krumm, weil sie der Sonne entgegenwächst. Von daher täte ich tatsächlich sagen, wenn's auch mal krumm kommt, wachsen lassen. Ich meine, manchmal sind im Außen, da sind Dinge am Laufen, wo du überhaupt nicht weißt, wo es hinläuft und wo das auch überhaupt nicht interessiert, was ich gern hätte, wo es jetzt lang geht. Also es ist, wie es ist. Und das Beste, was du da machen kannst, ist laufen lassen. Das ist nämlich tatsächlich wie beim Nahbader in Ulm. Das kennen Sie jetzt wahrscheinlich nicht. Also beim Nahbaden, das ist einmal im Jahr und da wird die Donau hinuntergeschwommen. Und ich schaue mir das jedes Jahr an, gell? Da ist alles im Fluss. Da geht nichts den Bach hinunter und letztendlich münden alle Flüsse ins Meer. Und dann kann das Navi sagen, sie haben ihr Ziel erreicht. Ich meine, es ist ja auch eine Tatsache, gell? Aus dem größten Mist wird in der Regel der beste Dünger. Und dann wächst man auch selber. Also das innere Wachstum ist enorm. Man wächst dann genau wie die Bananen auch dem Licht entgegen. Und eventuell kannst du sogar über dich hinauswachsen. Und komm, irgendwas Schönes ist doch immer dabei. Also ich gebe es zu, vielleicht muss man manchmal zwei- oder dreimal nachgucken. Aber wirklich genau nachgucken. Aber du findest was. Du findest was. Also, man könnte sich ja mal die Aufgabe stellen, die schönen Momente zu erwischen. Und da habe ich Ihnen auch ein kleines Hilfsmittel dazu. Erbsen. Ich mache das so. Morgens kommt bei mir eine Handvoll Erbsen in die eine Hosentasche. Und immer, wenn mir dann was Schönes passiert, ich was Schönes sehe, mir irgendwie was begegnet, dann kommt eine Erbse von der einen Seite auf die andere Seite. Und abends schaue ich dann, wie viele Erbsen auf der anderen Seite sind. Und Schwaben sagt man ja eh nach, wir wären Erbsenzähler, gell? Also bei meiner Methode kann man das voll ausleben. Weil wenn auch nur eine Erbse auf der anderen Seite ist, dann hat sich der Tag schon gelohnt. Und dann meditiere ich immer noch mal über alle schönen Momente in einer Erbsenschweigeminute, weil dann freue ich mich doppelt. Und auch noch als Tipp, ich nehme Kichererbsen. Und jetzt schreiben Sie sich auf Ihren Einkaufszettel bitte Kichererbsen, weil ich würde mir wünschen, dass Kichererbsen genauso ausverkauft sind wie Klopapier, weil es einfach trotz allem so
viele schöne Momente gibt. So, und jetzt, einen habe ich noch. Es geht heute um realistischen Optimismus. Meiner Meinung nach ist Optimismus immer realistisch, weil ich weiß das einfach, dass der Oscar Wilde recht hat, wenn er sagt, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß beim Erbserzähler. Bis zum nächsten Mal.